China hat seine diplomatischen Beziehungen zu Litauen zurückgefahren und will keinen Botschafter mehr in das Land entsenden. Der Schritt ist eine Reaktion auf die Eröffnung eines Vertretungsbüros Taiwans in Vilnius. Die Global Times, eine Zeitung der chinesischen Kommunistischen Partei, gab nach dem Bekanntwerden der Gründung des Rates türkischer Nation eine interessante Nachricht heraus. Demzufolge stellt dieser Rat eine Bedrohung für China und für die Stabilität in der Region eine Gefahr dar. 4 Wochen nach seiner Entmachtung durch putschende Militärs im Sudan hat Regierungschef Abdullah Hamdok sein Amt wieder übernommen. Hamdok zeigte sich zusammen mit dem Anführer des Putsches vom Oktober, General Abdel Fattah al-Burhan, im Fernsehen, um eine neue Vereinbarung zur Machtteilung zu unterzeichnen. Der Tennisstar Peng Shuai hatte Anfang November einen chinesischen Spitzenpolitiker des sexuellen Übergriffs beschuldigt. Seither wurde die Chinesin nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen, international wurde Protest laut. Nun haben Chinas Staatsmedien ein neues Video in Umlauf gebracht, in dem angeblich die als verschwunden geltende Tennisspielerin zu sehen ist. Russland will gemeinsam mit den USA den Planeten Venus erforschen. Wir haben uns mit den Amerikanern auf eine gemeinsame Mission zur Venus geeinigt, sagte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Mexikanische Sicherheitskräfte haben im Südosten des Landes 600 Migrantinnen und Migranten aus 2 Lastwagen gerettet. Die 455 Männer und 145 Frauen seien im Bundesstaat Veracruz in den Aufliegern 2er Sattelschlepper entdeckt worden, teilte die Einwanderungsbehörde mit. Nun gibt es weitere Beweise für die systematische Unterdrückung und Gewalt Chinas gegen Uiguren. Ein chinesischer Aktivist aus Taiwan mit dem Pseudonym Guan Guan hat nach 2 Jahren Recherchen in 8 verschiedenen Städten 18 Lager aufgedeckt. Auf Maps im Internet seien diese Lager nicht zu sehen. Guan Guan berichtet aber von den meterhohen Mauern, Wachtürmen und Stacheldraht. Überall seien bewaffnete Polizisten, Militärfahrzeuge und Überwachungstechnik.